Vor allem in der deutschen Mainstream-Presse hatte man das Gefühl, beim Petersburger Treffen von Merkel und Putin sei es nur um die Rückgabe von Beutekunst gegangen. Dabei ist es nicht wunderlich und schon lange bekannt, dass Russland nicht die Beute aus dem Krieg zurückgeben will, in dem es von Deutschland heimtückisch überfallen wurde und in dem zunächst die Deutschen zahlreiche russische Kulturgüter zerstörten. So groß wie von russlandfeindlichen deutschen Medien aufgeblasen, war denn auch die schlechte Stimmung gar nicht. Eigentlich ging es auf dem Wirtschaftsforum die meiste Zeit um die deutsch-russische Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich. Aber auch bei diesem Thema hat man immer wieder das Gefühl, dass sie überhaupt nicht im Sinne der mitteleuropäischen Medienkonzerne und ihrer Meinungsmacher ist. Egal, wie viel deutsches Wirtschaftswachstum und wie viele Arbeitsplätze von ihr abhängen. Reißt man mit unlösbaren Grundsatzstreitigkeiten Gräben auf, wird man es in Zukunft jedoch auch schwerer haben, die russische Seite bei Themen beeinflussen zu können, wo man eigentlich die besseren Argumente hat. Wie etwa bei der Syrien-Frage, wo die deutsche Position, an keine von beiden kriegführenden Seiten Waffen zu liefern, wohl unbestreitbar die einzig richtige sein dürfte. Leider steht damit Deutschland jedoch auch unter den großen Nationen im Westen recht alleine da.